Wieder so ein Midline-Geficke da, ey. Ja. Mann. Aber ich lerne draus und mache nicht mehr ganz so viel Hollow Wolf. Ich bin auch kein Unmensch. Some say so, some say so. So, heute Midline, es geht weiter. Ich hoffe, mittlerweile sind die schweren Kriegswunden verheilt, die ihr durch die 10 Minuten Hollow geholt hattet. Denn heute reißen wir diese Wunden wieder auf. So, MRAP 8 Minuten, wir haben 10 Side Arch Ups, dann 20 Alternating Toe Touches und 10 Crunches. Im Workout selber haben wir 10 Runden aus 30 Double Under und 5 Handstand Push-Ups. Das soll euch immer schön am Arbeiten halten, also sprich relativ wenig Reps von beiden Übungen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, noch ein bisschen was anzupassen. Wir können dann schon Double Under, Single Under machen, wenn ihr einfach ein bisschen Practice mit dem Seil haben wollt. Dann will ich jetzt gar nicht vorschreiben, dass ihr hier noch Double Tap Jumps oder so davor machen sollt, sondern dann macht einfach 30 Single Under, bleibt in Bewegung und schnelle Wechsel mit der anderen Übung. Wenn ihr kein Seil springen könnt, weil ihr das in der Wohnung zum Beispiel machen wollt und keine Ahnung, unter euch die Oma habt, dann macht ihr Double Tap Jumps, was auch ganz schön rumst. Voll geil. Also, die Option habt ihr. Und dann ist der Push-Ups. Ja, da haben wir noch ein paar andere Möglichkeiten. Gut, legen wir los. Voll doof, ey. Okay. MRAP 4 Minuten. Wir haben 20 Sekunden Side Plank pro Seite, was unsere Ausgangsposition praktisch ist für die Arch-Ups. Ja? Also Side Plank hier, ich würde empfehlen, die jetzt auf dem gestreckten Arm zu machen, weil die Position müsst ihr haben für später. Und dann habt ihr hier eine schöne Plank-Position. Also nicht hier die Hüfte abfallen lassen, sondern schön hoch. Das halte ich 20 Sekunden pro Seite. Einfach wechseln, hier 20 Sekunden halten. Ja, wenn es gar nicht anders geht, könnt ihr Tiefschwierigkeiten haben, dann könnt ihr natürlich erstmal auf den Unterarm starten und dann vielleicht nach und nach auf den Arm kommen. Danach 20 Mountain Climbers, auch hier nochmal erstes Aktivität für die Midline und zweitens aber auch für die Herzfrequenz, dass wir ein bisschen hochkommen und wach werden. Ja, wir gehen in den Liegestütz, ziehen gleich abwechselnd Knie Richtung Ellenbogen und das ohne hier Knie abzustellen, sondern in der Luft bleiben und dann springe hin und her. Ja. Jeder Zug nach vorne pro Seite ist ein Rep. Rechts, links, 1, 2, 3, 4 und so weiter. 4 Minuten das Ganze. Jetzt pausieren. Loslegen. Ja. Macht Sinn. MRAP 8 Minuten als Midline-Part. Wir haben Übung Nummer 1, unsere Arch-Ups. Die sehen wie folgt aus. Wir haben ja eben unseren Side-Plank gemacht. Ja, das ist praktisch unsere Ausgangslage. Das heißt, ihr geht hier runter. So. Und jetzt wollt ihr euch ein bisschen reinsinken lassen. Also wie ich gerade gesagt habe, wie es nicht sein soll, um ein bisschen Range of Motion zu haben. Also ihr geht hier rein und dann wollt ihr euch hochdrücken bis hier. Jetzt wäre ein normaler Plank. Hochkommt und hier so ein bisschen nach vorne eindrehen. Ja, hier ist jetzt maximale Spannung in dem Bereich. Ihr dreht dann gleich nach vorne, kommt wieder runter. Das war ein Rep. Zwei. Drei. Und so weiter. Ihr könnt die Range of Motion auch sonst erstmal ein bisschen kleiner gestalten, wenn ihr vielleicht auch einfach koordinative Schwierigkeiten habt. Ihr könnt die Füße ein bisschen versetzt aufstellen. Auch das macht es natürlich ein bisschen leichter, diese Position einfach zu halten, wenn es zu wackelig sein sollte. Und wenn es gar nicht gehen sollte, dann macht ihr einen Plank Hold auch an dieser Stelle für ca. 20 Sekunden. Ich gehe dann nämlich davon aus, dass die 20 Sekunden im Warm-Up schon sehr, sehr fordernd waren und ihr vielleicht auf dem Unterarm sein musstet oder weniger als 20 Sekunden gehalten habt. Dann macht es jetzt halt fordernd, ohne diese extra Bewegung reinzubringen. Ja, grundsätzlich aber 10 Mal pro Seite diese Bewegung. Danach haben wir unsere Alternating Heel Touches, das Ganze macht ihr praktisch in der Ausgangslage auf dem Boden, Rücken auf dem Boden. Toe Touches. Achso, ja, ich meine aber Heel Touches. Hey.
So, Heel Touches. Also, ihr macht so einen Crunch. Na, jetzt wollt ihr hier den Hacken berühren. Und zwar seitlich. Berühren. Berühren. Ja. Dabei bleiben die Schulterblätter, wenn es geht, immer weg vom Boden. Und ihr bewegt euch hier nur über den Lendenbereich. Ja. Also nicht zu viel ablegen, sondern den Crunch halten und dann bewegen. Jede Berührung ist ein Rep. Wenn ihr das gemacht habt, 20 Wiederholungen, würde ich empfehlen, einmal kurz Pause zu machen. Würde ich grundsätzlich immer zwischen Übungen, damit ihr wieder hier am Broken arbeiten könnt, bei den Übungen selber und danach kurze Pause. Ja. Als nächstes kommen die Crunches und ihr hattet praktisch gerade einen Crunch gehalten und deswegen wird es uns wahrscheinlich irgendwann sehr schwierig, das über die vollen 8 Minuten zu halten. Crunches, im Gegensatz zu Sit-Ups, will ich jetzt weniger Range of Motion haben, mich nicht ganz nach vorne bewegen mit Schwung, wo sehr viel Hüftbeuger drin ist, sondern ich will eine sehr, sehr kontrollierte kleine Bewegung halten und kann wieder noch meine Arme nach vorne nehmen, dann wird es ein bisschen leichter oder Hände hinter Kopf, dann wird es ein bisschen schwieriger und dann will ich eigentlich nur mich hier darauf konzentrieren, die jetzt mehr oder weniger gestretchte, langgezogene Bauchmuskulatur zu kontrahieren und mich dadurch nach oben zu ziehen. Ja. Und das reicht schon aus. Ich habe kaum Bewegung hier in der Hüfte, sondern nur die Bauchmuskeln, die sich öffnen und zusammenziehen. Und da muss ich gar nicht komplett aufstehen, Sit-Up muss ich nicht machen, sondern wirklich nur Crunch und runterkommen. Dann merkt ihr das auch relativ schnell, dass ihr hier arbeitet und dann macht ihr es richtig. Ja, schön kontrolliert und ruhig die Position halten. 10 Wiederholungen davon. Und dann geht es wieder los mit den Arch-Ups als Übung Nummer 1. 8 Minuten das Ganze. Viel Spaß. So. Okay. Was wollen wir jetzt tun fürs Workout? 10 Runden, 30 Double Under. Also Sprung. Doppeljumpleo. In dem Workout, wenn das nicht gehen sollte, wenn ihr zu viele Schwierigkeiten habt, wir wollen wie gesagt jetzt nicht hier mit den Double-Ups zu sehr auseinandersetzen, dann macht ihr halt ganz normale Single-Under, also Einfachumdrehung mit dem Seil. Ja, und dann halt im Flow bleiben. Ja, hier geht es nur darum zu arbeiten. So viel es geht, so wenig aufhalten wie möglich. Alternative ohne Seil wäre dann Double-Tap-Jumps. Ja, 30 Wiederholungen davon. Die nächste Übung sind die Handstand Push-Ups. Also jetzt zum Beispiel an die Wand gehen. Bei den Handstand Push-Ups eine Mütze aufsetzen. Ja, braucht ihr keine Matte. Und in diesem Fall sind es Kipping Handstand Push-Ups. Das heißt, ihr könnt den Kipp mit benutzen. An die Wand, runter. Komplette Streckung. 5 Wiederholungen davon. Ihr könnt ihn noch leicht reduzieren, denn ich will eigentlich, dass ihr am Broken geht. Wenn es weniger als 3 Wiederholungen sind pro Runde, also ihr habt ja nicht so viel Marsch, aber etwas, dann würde ich empfehlen, auf eine andere Übung zurückzugreifen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, Push-Presses zu machen, außer wenn ihr eine Hantel zum Beispiel habt, eine Langhantel, gerne packt ein bisschen Gewicht drauf, macht Push-Presses damit, auch ein Gewicht, dass ihr die 5 Wiederholungen verpackt. Wahrscheinlicher ist aber, dass ihr Bodyweight das Ganze machen müsst und dann sucht ihr euch praktisch wieder einen Gegenstand und dann arbeitet in diesem Fall strikt. Ja, macht dann eure Box-Pike-Push-Ups. Wir hatten ja letztens in dem Video erklärt, wo der Unterschied zwischen Negative-Push-Ups ist und jetzt Box-Pike-Push-Ups. Also wieder auf den Stuhl, auf eine Kante, auf irgendwas und dann hier so dicht zum Objekt wie möglich. Auf den Boden kommen, raus, hier auf den Kopf arbeiten, Objekt dabei angucken, ihr könnt auch über die Knie arbeiten. Wenn ihr weiter weg seid, von dem Objekt wird es leichter. Wenn umso dichter ihr rangeht, umso schwieriger wird das Ganze. Ja? Gut, jetzt einmal auf Pause drücken. 10 Runden, 30 Double Under oder Skalierung und dann 5 Fenster Push-Ups. Let's go! Platform Rolling. Was habe ich gelesen? Das andere? Eine Minute Doorway Stretch each side. Das macht Sinn. Gut. Platform Rolling.
Da liegt die Hantel, Wilko. Tut so weh. Selber schuld, ey. Also, wenn ihr Glück habt, habt ihr ein Foam Roller zu Hause, Black Roll. Wenn ihr Pech habt, habt ihr sowas Hartes. Martin ist ein Unmensch. Ja. Dann legt euch drauf, Artissimus, den wollen wir jetzt hier bearbeiten. Rauflegen. Oh. Ja, leg dich mal richtig ab jetzt hier. Ich habe aber so einen breiten Latt, ich berühre die Stange. Das geht, wenn manche im Auto sitzen, so, dass ich mehr oder weniger vor der Lehne sitze. Oh, deswegen musste ich meinen Lambo verkaufen. Das ist kein Problem für Christian Bale. Seitdem war ich wieder beim Batmobil. So, also hier den Latissimus durchbewegen. Von hier Schulteransatz bis tief rein. Richtung untere Rippen, ja, da wollt ihr euch drauf bewegen, punktuell bearbeiten, da muss besonders wehtun, länger drauf bleiben, Seite wechseln und danach nochmal die ganze Struktur hier richtig öffnen, langziehen, Doorway Stretch, bedeutet ihr fast so eine Türzarge rein, dass ihr Druck ausüben könnt und dann wollt ihr hier die Struktur langziehen. Also hier reinhängen lassen, ein bisschen hinschen mit der Hüfte, also nach hinten gehen und dann reinsinken. Auch hier könnt ihr noch so ein bisschen jetzt nach links lehnen, circa eine Minute pro Seite, dass ihr euch da schön rein entspannt und habt auch den Tag geschafft. Boah, scheiße, Rätsel. Oh Gott! Kennst du die Affen, die eine Erdnuss aus einem Glas holen sollen und dann nicht mehr rauskommen, weil das Glas, die Öffnung zu klein ist? Bin ich, oder? Mehr Ähnlichkeit als mit Eminem auf jeden Fall. Wahrscheinlich habe ich IQ von 130 und bin einfach nur ein sehr guter Schauspieler.